Rücken ist abgefroren, bevor ich mit meinem Ding. Und? Bin ich mit der F6 hier nach Duisburg gefahren. Eigentlich wieder in Duisburg. Und die Hauptursache für die ganzen Sperrungen und die ganzen Zugausfälle sind. Ja. Seht ihr hier. Nämlich am Duisburger Hauptbahnhof. Denn die beiden Bahnsteige, also die Doppelbahnsteige von Gleis 10 bis Gleis 13 sind jetzt komplett gesperrt. Es sind ganze Leute hier, wo ich sehe auch Bogräner, ich sehe einen Kran, da hinten steht, ich sehe einen der weiteren Kran. Das heißt, wir warten noch hier ein bisschen. Und das ist das bekannteste Bild hier für die Woche. Die bekannte Tesawand. Am Osteingang. Heute fährt alles anders hier. Und unterbreche das Video, wenn ich Gleise 10 bis 11 und 12 bis 13 sind komplett gesperrt. Komplett. Was steht hier für eine Information? Es sind zahlreiche Aushänge. 8.7., 6.8. Oberhausen. Steht was hier von Duisburg? Heißt Änderung, Abfahrtsänderung im Nahverkehr. Das auch nicht. Es gibt keine aktuelle Information mehr. Alles alte Aushänge. Und auch der Aufzug ist gesperrt. Der ist nicht abgeschaltet. Der ist hier, der funktioniert noch. Aber der Aufzug ist hier auf Gleis 12. Der ist abgeschaltet. Der ist gesperrt. Und da steht auch was hier. Vom 5.8.2020 bis Sommer 2023 ist dieser Bahnsteig gesperrt. Und der Aufzug wurde hier abgeschaltet. Der ist außer Betrieb gestellt. Der funktioniert auch nicht. Der funktioniert. Kann ich euch gleich mal testen. Und wenn die Rolltreppen funktionieren, der wirklich Deutsche Bahn, schaltet doch mal die Rolltreppen aus. Hier steht was. 5.8. bis 8.8.2022. Während des Kranoperbild der Osteingang für die Reisiger für große Zeit gesperrt. Die dauern zwischen 5 und 15 Minuten, wenn uns die ist die Abgänge zur U-Bahn. Hallo? Da steht gar nichts, dass die Abgänge zur U-Bahn gar nicht barrierefrei sind. Aber die ganzen Kräne stehen ja schon hier am Osteingang. Hier ist der Ostausgang natürlich. Und die Baustelle wird jetzt für den Bahnhofumbau genutzt. Hier stehen die ganzen Kräne hier. Einfach nur wow. Das sind LKW hier. Da steht noch ein Kran, wieder Kran. Stehen weitere Kräne. Das ist ebenfalls ein Kran. Und das ist ebenfalls ein Kran. Über 50 Meter, mindestens, warte, über 50 Meter, 60 Meter, ne, 55 Meter hoch. Ach so, der Kran wurde noch nicht aufgebaut, das wird bald geschehen. Entweder heute Abend oder morgen oder gar Montag. Und dann wird das Ganze hier abgerissen anscheinend oder abtransportiert und dann entsorgt, also recycelt. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Falls ihr auch schon hier gesperrt und ihr nicht so Treppen runterlaufen könnt, wenn ihr wollt, dann wenn ihr hochlaufen wollt, dann könnt ihr ganz einfach den Bahnhof über den Hauptausgang verlassen und von dort einfach mit dem Bus bis hier hinfahren. Klappt auch. Schaut mal, der ist komplett gesperrt, der ist alles dicht. Wo fahren die Busse hin? Wo fahren die Busse hin? Ich denke, die Busse da hinten abfahren. Hier vor dem
eher gegenüber vom Kino, wie auch gegenüber vom Parkhaus. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Die Rolltreppenfunktion leer, obwohl der Bahnsteig komplett gesperrt ist. Das wohl bis Sommer, 2023 oder so. Hab ich gerade eben gesehen. Schaut mal. Rolltreppe funktioniert. Und der Aufzug. Funktioniert ebenso. Oh. Aufzug funktioniert, aber ist ja gesperrt. Auch funktioniert. Krass, Aufzug funktioniert, weiter funktioniert. Und das, obwohl hier das eigentlich gesperrt ist. Energieverschwendung pur.